Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von You Must Build a Boat. Wie ich es taufe, We Must Build a Boat. Wir nehmen mal das ganze Zeug mit Becher, Feuerstein, Becher, Feldspat, Obsidian, Nadel, Journal, Mantel, Schokolade. Feldspat, Mantel und Koralle. Das will ich haben. Auf Feld- und Zauberverbesserungen. Auch wenn ich noch nicht richtig weiß, was das bedeutet. Das sind die Zauberverbesserungen, ja. Wir gucken. Öffne eine Ultratruhe. Wir sind dermaßen gedebufft hier in dem Spiel. Derzeit, in dieser Mission. Bam! Ist aber sehr anfällig für physischen Schaden. Ding, 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 ding. Bam. Oder auch nicht. Viel zu viele Fernkämpfer. Eklig. Schöne Dreifach-Kombo. Feuerball! Oh, das ist eine Kiste. Sorry, Kiste! Ich wollte gern Feuerball reinjagen. Ich hab dich nur nicht gesehen. Ein Bleistift. Und Brot. Ist das eine Supertruhe gewesen? Eine Ultratruhe? Ja, aber. Magic! Goldbarren, lecker. Ach, wird als rerollt, interessant. Magisch, Schwerter machen also weniger Schaden. Dafür macht die Magie mehr Schaden. Wir haben mal gerade ein schönes Vierer-Ding. Und jetzt natürlich nicht so viel. Bam. Kiste. Das war's schon wieder? Das Grüne ist? Ja, wenn man das auch, okay. Hauptsache nicht rot. Okay. Wir brauchen dieses Item. Ugh. Schwerter brauche ich noch. Wo sind meine Schwerter? Da sind sie. Boom. Mir schon ein bisschen auf die Nerven, das Zeug. Die ganzen Fallen. Figur. Wir haben gerade Lockpick gemacht, ne? Das heißt, wir konnten mit einem einfach alles aufmachen. Rasierklinge, Biografie, Rasierklinge. Das ist eine Ultratruhe, verstehe. Heliotrop. Uff. Das war richtig uff. Und geht's weiter? Gewölbe 4. Gelb. Oh, Kraftmassiker. Also grün. Dafür die Monsterspiegel auf 225%. Stimm mich nicht ein. Ich hasse dich. Dafür schocke ich dich ein bisschen, mein Freund. Wenn ich ihn besiegen kann. Das ist ganz praktisch. Leider nein. Das Monster in 3 Sekunden besiegen habe ich auch nicht geschafft. Knack! Dass der Winter auch war. Ach, das Segel. Ja, logisch. Ein ruhiger See macht keinen guten Seemann. 3 Staub. You must build a bone. Da haben wir Segel. Ein schönes
Bötchen. Ein bisschen größer. Hier haben wir einen schönen Opferaltar. Nö. Bin zu geizig. Wir gehen zu dem Magier. Wo ist er denn? Ja. Das ist die Frage. Kaufen wir das oder das hier? Ich würde das kaufen wollen. Da habe ich keine Ahnung genau, was das bringt. Das macht nichts. Eher weniger das hier, weil sonst hätte ich eher gedacht. Ja, ist auch günstiger geworden. Aber Feldkrams? Verstehe ich noch nicht so richtig, aber egal. Unbeweglich. Den Juwelengolem. Oh, guck mal, das Set-Gegenstand haben wir jetzt voll. Oder das Set haben wir voll. Deflect-Chance. Und wir sehen. Nein. Hier, 5% Abwehrchance. Nice. Rekrutieren kann ich leider gerade nicht. Da haben wir nämlich immer noch eine Set-Chance oder einen Set-Bonus. Wenn wir alles also voll haben, gibt es nochmal einen kleinen Bonus obendrauf. Sehr nice. Oh, herrlich. Ups. Bleistift, Brot, Goldbarren, Figur, Bleistift, Rasierklinge, Biografie, Rasierklinge, Heliotrop. Leider hat uns das nur ein bisschen Gold gebracht. Das Gold brauchen wir echt mal ein bisschen, um unser Dings hier aufzurüsten. Ne? Ich habe gar nicht mehr so viel Gold. Jetzt habe ich natürlich 3.500 ausgegeben. Auch sehr teuer gewesen. Gewinne 33 Stärke und Gedanken, finde die Schnellfeuerbefiederung. Los geht's. Besiege ein Monster in 3 Sekunden. Hat schon vorbei. Ist ja eh immun gegen physischen Schaden. Uff, ich brauch das jetzt schon. Ist ja schwach. Ja, ich kann mich hier im Run mit immer neu starten. Da war ja sowas von Grütze. Eieieiei. Eine Legierung. Na, ob das 3 Sekunden gewesen sind? Ich weiß nicht so richtig. Aber es war schon sehr schnell. Knack! Können noch 3 Sekunden gewesen sein? Alles möglich. Was war das denn? Da hat was geblinkt. Bling. Ach, nicht einfrieren. Danke. Sehr knapp. Verwundbarkeit. Klack, klack, klack. Item? Nö. Find's aber gut, wenn ich Items habe. Oder bekomme. Ein verzaubertes Monster. Was unglaublich viel Leben hat. Was mich höchstwahrscheinlich auch töten wird. Ja. Das Monster in 3 Sekunden gekillt. Der Baum war aber ein bisschen zu heftig. Oder meine Waffen sind natürlich zu schwach. Das kann auch sein. 3.500 Gold habe ich rausgehauen. Für was anderes. Und deswegen ist natürlich entsprechend meine Waffen super schwach. Die müssen wir unbedingt weiter aufrüsten. Das Schwert verbessert sich ja auch. Ne? Jetzt hat es nämlich zwei so eine Dinger noch dran. Minimal gleich maximal Schaden. Sehr nice. Oh, puh.
maximaler Schaden erhöhen. 41 bis 44. Huch. Schaden. Lecker. Und schärfe 3 Fallen. Gibt es passend dazu das Fallen entschärfen? Den Fallen entschärfen Debuff dazu? Ich war eine Sekunde zu langsam. Ah, zu langsam. So ist es halt, ne? Ich glaube, wir müssen uns. Ich glaube, wir müssen was machen, sonst kommen wir nicht raus, ne? Platsch! Ja, ist auch wieder sehr sinnvoll. Hab keine Schlüssel. Bam. Bam. 75 Schaden. Ich knack auch schon Ewigkeiten mal wieder ein Dings bekommen. Ein Item. Tja, Schwerte sind ja da sinnlos gerade. 297 Schaden. So sieht's aus. Ring der Unendlichkeit erhalten. Ein Item, was man verkaufen kann. Für der hässliche Baum dahinter. Ich muss den dummerweise killen, sonst komme ich da nicht an den, an das Item, was ich suche. Und um ihn killen zu können, muss ich also meine Küppe ein bisschen weiter aufstufen. Sonst kann ich mir das abschminken. Oder so natürlich noch. Da hat mein Hound aber ordentlich in den Arsch getreten, hä? 10 Zauberdinger. Das sollte man hinkriegen, ne? Danke sehr. Fallen entschärft. Ah, oh, herrlich. Ja, dem hat's auch nicht in den Arsch getreten. Können die Schnellfeuerbefehlung entschärfe 3 Fallen und gewinne 33 Stärke und Gedanken. Easy going. Knacken wir alles frei. Los geht's. Ein Bäumchen, ein Treant. Sehr guter Gegner. Die Schnellfeuerbefiederung. Geschwindpfeil. Okay. Wow, so viel. Treant, widersteht körperliche Angriff, Magieanfällig gegen Feuer. Dann werden wir jetzt gleich noch ein bisschen Magie aufrüsten. Alter. Yo. Dann einfach setzt seine Gegner manchmal in Brand. Ist ja auch sehr praktisch. Die ganzen passiven Skills mitnehmen. Gefrorener, überladener Stab der Opferung. Gefroren und überladen. Und Feuer natürlich. So, können wir wieder einen neuen rekrutieren? Nice. 220 Unaufhaltsam der Treant. Plus 5% mehr Schaden. Plus 10% Schildpower zusätzlich. Das ist Setbonus. Setbonus, ne? Ja. Wow, krass.
Fantasy Union. Wir nehmen den hier mit. Team Mana. Diese kleine Anomalie. Lightfoot Chance. Leichtfüßigkeit. Was ist Leichtfüßigkeit? Staub. Hä? Okay. Keine Ahnung. Okay, lassen wir erstmal noch drin. Gut, meine Freunde, an der Stelle würde ich sagen, kleine kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von You Must Build a Boat. Bis dahin, ciao.